Hören Sie in Vorbereitung auf die Predigt Verse aus dem Lukas-Evangelium. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns! Er sah sie an und forderte sie auf: Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte: Waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken, noch dazu ein Fremder? Zu dem Samariter aber sagte er: Steh wieder auf, dein Glauben hat dich geheilt. Amen.